Wie bewegen wir uns in 20 Jahren? Wie kaum ein anderes Thema beschäftigt die Mobilität der Zukunft die Menschen in Deutschland. Gemeinsam mit dem Institut für Verkehrsforschung vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat Aral eine Studie zur Tankstelle der Zukunft veröffentlicht. Sie liefert eine Prognose für den Straßenverkehr bis zum Jahr 2040. Eine Überraschung. Obwohl die Gesamtbevölkerung abnimmt und mehr Menschen in Städten leben, nimmt die Zahl der zurückgelegten Kilometer immer weiter zu. Die Deutschen bleiben mobil. Naja, wir werden in der Tat mobil bleiben. Dazu tragen zum einen sehr stark auch die älteren Menschen dabei, die immer mobiler werden. Wir sehen das schon seit Jahren. Das wird sich fortsetzen. Wir werden neue Mobilitätsoptionen haben und wir werden auch mehr in die Ferne unterwegs sein. Die Studie stellt weiter fest, dass sich die Antriebsarten der Fahrzeuge von morgen stark unterscheiden. Den größten Teil der Pkw-Flotte werden Hybridfahrzeuge ausmachen. Außerdem werden viel mehr elektrisch betriebene Fahrzeuge auf die Straße kommen. Aber knapp ein Viertel der Pkw sind auch im Jahr 2040 noch Benziner oder Diesel. Was bedeutet ein solcher Umbruch für das Tankstellennetz in Deutschland? Was müssen die Tankstellen der Zukunft leisten? Die drei Geschäftsfelder der Tankstelle, also Kraftstoffe, Shopgeschäft und Autowaschgeschäft, werden auch in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen. Und wir werden entsprechend in die Entwicklung dieses Angebotes investieren. Tankstellen in der Großstadt, sie werden immer mehr zu einem Mobilitätsdrehpunkt, beispielsweise über neue Angebote im Bereich der Elektromobilität mit ultraschnellen Ladesäulen, beispielsweise über hochmoderne Kraftstoffe für weiterentwickelte Verbrenner oder auch Shop-Angebote für eine immer mobiler werdende Gesellschaft. Und Lufttaxi-Landeplätze sind auch eine Option für uns möglicherweise. Tankstellen sind häufig verkehrsgünstig gelegen. Das kann ein Vorteil sein, um auf ganz neue Bedürfnisse und Kundenwünsche einzugehen. Die Tankstelle in der Großstadt, sie wird immer mehr zum Umsteigeplatz zwischen den unterschiedlichen Verkehrsmitteln. Und die Tankstelle im ländlichen Bereich wird immer mehr eine Lücke füllen als Versorger in einer sich ausdünnenden Infrastruktur. Und mit über 2 Millionen Kunden, die wir durchschnittlich am Tag haben, denke ich, sind wir ganz gut aufgestellt, um zu verstehen, wie die Bedürfnisse unserer Kunden sich verändern und wir entsprechend über Angebotsentwicklung darauf reagieren. Mit dem Flugtaxi zur Packstation, mit dem E-Roller zum Akkuwechsel oder mit dem Auto an die Zapfsäule? Die Tankstelle der Zukunft wird sich stetig verändern, an die Bedürfnisse der Kunden anpassen und so die Mobilität von morgen mitgestalten.